So, ich bin jetzt eben wieder mit blitzer.de gefahren unter iOS 12 auf dem iPhone X. Und komischerweise kam ab einer bestimmten Fahrzeit keine Meldung mehr. Es sind Meldungen da. Aha, okay. Dann werden wir mal gucken, wo die hin sind. Mal kurz den Code eingeben. Blitzer.de ist scheinbar noch aktiv. Gehen wir mal ins Menü. Audio. Und jetzt machen wir mal einen Soundtest. Eliten, Position gefunden. Achtung, fester Blitzer in 500 Metern. Achtung, fester Gefahrenpunkt in 100 Metern. Das waren die angesammelten Meldungen, die während der Fahrt nicht rausgekommen sind. Sprich, man wird einfach nicht mehr gewarnt. Blitzer.de Pro unter iOS 12. Schade, funktioniert nicht mehr.